Oh mein Gott. Solche Spiele und Level Up. Das macht aber riesen Spaß mir. Ich finde das voll geil, wenn es kompliziertere Level Ups sind. Ich meine, wir können natürlich einfach jetzt mal in die Siedlung gucken. Hallo. Wir haben euch gerade geholfen. Können wir hier Sachen verkaufen? Das war viel zu kurz. Das war aber das Level 3. Da ist noch nicht so viel. Ich meine, klar, da kann ich links und rechts noch gucken, aber ich meine, Händler wäre es mir jetzt schon angenehm. Children here, you fool! We was running for our lives. You led them straight to us, and you let them take a druid too. Unbelievable! Wo ein Goblin ist, sind auch 10. Ich verschwinde, bevor die Horde anrückt. Kampf ist vorbei. Ein Zettel der nächsten an. Entspannt euch, Druiden. Goblins machen keine Gefangenen. Ihr dürft jederzeit meine Bezahlung rausrücken. Naja. Stuff your payment. I didn't ask for any goddamn help. Please, you were begging me to open the gate. Anything to save yourself, you coward! The human's eye twitches. He's about to blow. Oh, Motiv erkannt. Oh, Nahkampfangriff. Dem Tiefling eine verpassen, Schlag gegen den Menschen ausholen. Einschüchtern, Schluss, jetzt beruhigt euch. Wenn ihr nicht wollt, dass ich mich einmische. Oder überzeugen. Gewalt bringt die Toten nicht zurück, hört auf und denkt nach. Ich meine, überzeugen hätte ich einen Vorteil. Genau. Ich meine, wozu habe ich überzeugen genommen, wenn ich es nicht einsetze? Ich habe halt wirklich einen Grund, die beiden zu hauen, ganz ehrlich. Ich höre mal. Ich lasse es mal rein. Wir schaffen das schon. Ach du Scheiße, wir haben 13 schaffen. Easy. Easy peasy. You're right. There's too much at stake. Sorry, worried about your precious eyes. The both of you. Enough. Squabbling is pointless. The goblins have found us. At least we agree on that. Let's check for Hela, then move on. Whatever else is happening here isn't our concern. Natürlich, unsere Bedürfnisse haben Vorrang. Nicht so hastig, die Leute brauchen vielleicht Hilfe. Welche Richtung? Geh mal, Chat. Ist immer hilfreicher, dann fuck it. Greif einfach die ganze Stadt an. Gibt auch XP. Mann. Ah, wir können auch richtig lieb sein. Okay, Chat will lieb sein. 100% alle wollen lieb sein. Okay, dann muss ich nicht länger abstimmen lassen. We won't help anyone if we turn into mind flayers. Nicht einverstanden, nicht einverstanden, nicht einverstanden. Schau mal, Marianne. Nicht einverstanden. Das ganze Team ist nicht einverstanden damit. Glad you were here for those goblins. Picked one off yesterday myself. Shot her through the throat. Well, that should have killed her, but she kept gasping, clawing at the arrow. Aber der erste Tote, keine Sorge, es wird einfacher. Das hätte ich gern gesehen, das Öde, wenn man sie einfach so umkippt. Leben zu nehmen hat einen Preis. Ihr müsst es spüren, sonst verliert ihr euch selbst. Ach, keine Sorge, es wird einfacher. Ich meine, das ist was Zevlo said too. I hope you're right. I want to help. I just didn't think it would feel like this. Okay. Da ist Grottenschlatt schlechter. Da sind noch andere. Oh, es geht da oben ab. Oh. Cannon? He's gone, Arca. No! Get up, Cannon! He's not breathing! Go find a healer! Do not embarrass yourself. He is gone. Das müsst ihr rechnen, vergiss Goblin-Boot. Es tut mir leid. Es
Ging so schnell. Er ist tot. Vergeudet nicht eure Zeit. I don't know. Es tut mir leid. Mit mir mal so. Someone's going to pay for this. Arca, no, wait. What are you doing? Kann ich eigentlich rein theoretisch hier? Okay, den kann ich nicht wiederbeleben. Wieso ist die Kiste rot? Ich meine, heißt es, dass es stehlen ist? Lass das liegen. Okay. Ich meine. Der hat einen Langbogen. Oh. Alles klar. Alles ja interessant. Das kann er auch gleich anziehen. Ich glaube. Weil er eher mal mit dem Bogen schießt. Oh Gott, stimmt, mit ihr müssten wir noch mal doch wieder die Fackel ändern. Haben wir noch mal einen Kolben? Ich könnte den Kolben Ritualstab. Zweihändige Waffe auch. Fackel müsste ich halt angezündet lassen. Aber wenn ich nicht Feuer irgendwo in der Nähe habe, ist es schwierig, die anzuzünden, hä? Zieh mal einen Kolben an. Glad you made it inside. Doubt we'll be safe here for long, though. There'll be more coming. Goblins hunting packs. Man, der braucht den Langbogen nicht mehr. Sollen sie doch kommen! Der Person lässt sich gut verteidigen. Das stimmt wohl. You think? That's something at least. We're not trained fighters, though. Taktik ist wichtiger als Ausbildung. Können versuchen zu beten? Nein. Man sollte anfangen, die Gräber zu schaufeln. I'm guessing you have plenty of both. Be nice if I could say the same for myself. It'd be even nicer if we were on the road to Baldur's Gate already. Wie weit ist die Stadt weg? If the road was clear, a 10 days walk maybe. Okay. But while the goblins are out there, it might as well be the other side of the world. Oh, ich kann's Kriegshorn blasen. Oh! Das gab vorhin auch das Hitpoints dazu, verstehe. Ich hab's schon gerade mal realisiert. Boah, woher das kommt? Have some respect. Schon zu lange. This really isn't the time to talk. Okay. Okay. Dann. Forgive that display. Aradin's a blowhard, but that's no cause for me to join him. Thank you for your help out there. I'm Zevlor. Ich bin Kadeline. Well met. I should warn you. Visitors are no longer welcome in this grove. Uh-huh. Whatever your business, I'd see to it quickly. The druids are forcing everyone out. This attack will only strengthen their resolve. Ich habe keinen Streit. Warum wollen sie verjagen? Was sagt mir so hier? Ein Heiler finden. Warum? Frag mal. There have been several attacks by different monsters. The druids blame us outsiders for drawing them here. Nobody's welcome anymore. They've started a ritual to cut the grove off from the world outside. Okay. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. We're no fighters. Was führt euch überhaupt hierher? We're refugees from Elturel. We took shelter here after gnolls attacked us on the road. We were bound for Baldur's Gate, and it was too late to turn back. Elturel had no place for tieflings after the descent. Okay.
der Abstieg. I'm surprised you haven't heard of it. Misslungene Geschichte. The High Overseer, our grand protector, signed a pact with devils. It dragged Elturel straight to hell. Lucky for us, a group of adventurers found a way to bring the city back. Afterwards, people looked at us and just saw devilkin. No different from the druids here, really. Können wir die Druiden nicht überreden, es zu unterlassen? Ich meine, wir töten einfach zwei, dann waren die anderen schon gefügig, oder wie? Nee, so ist es immer. I've tried. Corga, their new first druid, won't even see me. You, though. I know it's not your business, but she owes you for saving this place. Ich hätte es auch selber gemacht. Perhaps you could persuade her. For more time to prepare, if nothing else. Was kriege ich denn für meine Hilfe? We owe you a great debt. What little we have, we'll scrape together. It isn't coin we need, it's time. Mal sehen, was ich tun kann. Really? We're messengers now. We owe you a great debt. If we're forced to leave now, we won't make it to the city. Messengers, wir haben. Wir brauchen für den Heiler sicherlich Geld, also. Please, make them see sense, before more lives are lost. Ich glaube nicht, dass irgendwann so ein Heiler einfach so. Ja klar, ich helfe euch aus der Reinheit meines Herzens. Keine Ahnung. Da hier nochmal rüber gucken. Wieso ist da oben was rot? Das macht mich ja schon irgendwie speichern. Bin nervös. Sollen wir schnell darüber gucken erstmal kurz. Hallöchen. Oh, das geht direkt los. Okay. Oh. Oh. Die war am Spähen und die wurde dann angegriffen. Aha. Wir essen alles dran. Astarion und ich auch. Ja, ich nutze auf jeden Fall diesen Spurt, um hinzukommen. Wir wollen ja nicht, dass er die umbringt. Den können wir zwar nicht mal angreifen. So, Nastarion kann wirklich raffinierte Aktionen, Spurten nutzen. Das kostet eine Bonusaktion. Dann kann er hier mit vorkommen. Dann können wir einen hinterhältigen Angriff machen, weil ich daneben stehe. Nice! Nice! Netter Crit. Schadenswurf, das war der normale Stichschaden, oder was? Und das war... Ah ja, das war der normale und das andere war der hinterhältigen. What? Wie wird denn das berechnet? What the fuck? What? Moment mal, was wird denn hier berechnet? 2d4 plus 3, das ist der normale Angriff. Und dann müsste es eigentlich 2d6 sein, aber wieso hat er hier 2d6 mal Stufe minus 1 durch 2 plus 1 gleich 18 mal? Oh, der berechnet den hinterhältigen Angriff anders. Der macht nicht mehr Würfel mit dem hinterhältigen Angriff, sondern der kriegt irgendwie einen anderen Schadensbonus dazu. Weil normalerweise ist der hinterhältige Angriff von einem Schurken geht 1d6, 2d6, 3d6 und so geht der hoch. Hier geht der 1d6 mal Stufe minus 1 geteilt. Okay, was ist denn Stufe minus 1? Das ist in dem Fall, wir haben 3. Stufe minus 1, das ist 2. Geteilt durch 2 ist 1.
plus 1 ist 2. Das heißt, er hat 2 Würfel statt 1 Würfel. Weil das ist einfach die Rechnung, wie viele Würfel er hat. Und damit haben wir mit 4 Würfeln gerollt. Statt mit 2, weil Crit. 2 Würfel, Crit 4 Würfel. Im Endeffekt macht er 2 und dann multipliziert er. Whatever! Crit im Schurken sind geil, lass den Bonusaktion in den Finishen. Oh no! Daneben gehauen. Oh no. Okay. Heilige Flamme! 2 Damage! Na also. You have good timing. Schatten Never been much of a fighter, so wrestling a bugbear would have gone poorly. Hey. But you're not here for heroics, are you? Avernus's stench is all over your skin. Let me guess. Your devil mistress sent you to get her soul coin back. Too bad. I earned it, fair and square. Okay. Hey, Krappers, lädst du die Stream-Mitschnitte über YouTube hoch? Vielleicht. Ich bin gerade mit Detroit Become Human noch beschäftigt. Das ist alles so viel, you know? Münze Herrin, was meint der? Ich war da mal so kurz in den Teufelsinneren. Der Grottenschatter hat euch einen Schädel eingeschlagen und so dankt ihr mir täuschen. Ich habe halt, gib mir die Münze, dann bin ich weg. Enttäuschen können wir eh nicht so gut. Was meint denn ihr so, Chat? Mein Täuschen bin ich nicht gut, aber. I don't know. Soll man nachfragen oder soll man so dankt ihr mir, so ein bisschen aggressiv rangehen? Oder defensiv mit ich bin keine Teufelsdienerin? Bin gespannt, was ihr machen würdet. Das kann die Situation extrem verändern. Ihr könnt, wenn ihr das habt, den Ding aktiviert habt, könnt ihr dann mit abstimmen, was wir antworten sollen. Okay, wir sind keine Teufelsdienerin, wird es anscheinend werden. Okay, dann hören wir das. Okay. Wir waren auch in der Warnung, das ist okay. Also klar, antworte ich da. Care to explain why you reek of the hells? Hey, überzeugen kann ich, wenn ich was habe. Ich wurde von Gestandenen geführt, der Schiff direkt nach Havanas geflogen. Wir haben Bonus auf überzeugen, dann machen wir das. 3 ist ja easy, schau mal echt. I hate my life. Ich sag nichts mehr. Ich sag nie wieder was. Ich sag nie wieder easy. Ich sag nie wieder fucking easy, echt. Fucking shit! Sure. And my father's the Dark Prince. Let's go tell our stories to other people, shall we? Goodbye. Okay. Basisgift. Fuck! Flacher Stein, wieso kann ich mit dem interagieren? From Hellspawn to Angry Druids. I'm definitely buying my way to Baldur's Gate. Nicht verwendbar, weil sie drauf sitzt. Ups. Genug. From Hellspawn to Angry Druids. I'm definitely buying my way to Baldur's Gate. Okay. Ja, können wir wohl nichts machen dagegen, dass wir da gefailt haben. Können wir hier hinten runterspringen? Hatte ich den nicht gelootet? So steht er nicht leer dort? Aha. Ah, schauen wir mal hinten. Die Aussicht in dem Spiel. Mal so geil aus, echt. Es gibt Glückskekse zum Neuwürfen. Du kannst Inspiration bekommen. Dann kannst du einen Wurf erneut wiederholen. In dem Spiel.
Habe ich aber schon verwendet gehabt und ich muss wieder neue bekommen. Meine, das sieht aus, ob es da noch weitergeht. Kann ich jedes kleine Stück noch absuchen? Oder mal. Vielleicht wollen wir. Vielleicht will ich da kurz noch vorne raus und das Stück da vorne erst noch absuchen, bevor wir innen drin weitermachen und drüben labern. Nein, ich wollte hier runter. Hier runter. Oh! Okay. Momentchen hier. Sieht halt so aus, als ob da nicht viel ist. Ah, da war ein Teleporter noch, der war wichtig. Okay. Sonst war da nämlich nichts mehr. Schau. Das ist praktisch. Dann haben wir das hier nämlich abgeschlossen. Dann weiß ich, dass hier erstmal nichts mehr ist. Echt dann links von da? Setze springen ein, zum mal rankommen. Ich frage mich, ob hier sieht nicht so aus. Schauen wir mal links gerade noch weiter. Vielleicht ist hier auch nicht viel und es geht generell nach oben weiter. Und hier muss man das kleine Stückchen hier links gucken. Ja, obwohl es ein bisschen größer aussieht hier. Ja. Oh, da geht's hoch. Oh. Ha! Okay, dann gehen wir gerade mal da hoch. Na, kurz erkunden, was hier passiert. Erkunden ist immer toll, das haben sie gut gemacht im Spiel. Kommen die anderen mit? Manchmal springen sie hinterher, wenn ich vorlaufe. Manchmal aber auch nicht. Wieso springen die nicht einfach hinterher? Wollt ihr mitkommen, Schnuckis? Nicht? Absolut nicht. Muss ich euch einzeln steuern? Interessant. Oh, da ist eine Leiter nochmal. Wo geht's denn hier hin? Aha. Aha. Blaufeuer. Heiltränke. Skelett. That might be worth a look. Was? Was hat sich da gerade? Weisheits. Oh, das auch noch. Göttliche Führung, Weissagung, Zaubertrick. Was ist denn Weissagung für ein Zaubertrick? Harper-Sigil. Why were they here? Ein Bonus auf den Attributswurf ihrer Wahl. Das wäre nicht so. Sie kann das eh schon. Das soll ich noch untersuchen. At the back of the crevice lies a bag covered with spiders. A shiny gold coin pokes from its mouth. Moment. Wir hatten Natur. Ich gehe da nicht hin, das kannst du knicken. Aber vielleicht schick mal irgendeinen Idioten hin. Natur ist Intelligenz. Das hat nicht wirklich einer von mir, weil ich habe natürlich den Mage mit Natur nicht mitgenommen. Tja, wen lasse ich denn da reinlangen? Ich meine. Die kann das bestimmt. Ja, Kampf mit zwei Waffen aus. Oh. Was ist Kampf? Hat das irgendwie einen Nachteil?
Ich lasse sie mal hin. Ich gehe dann selber hin. At the back of the crevice lies a bag covered with spiders. A shiny gold coin pokes from its mouth. Ha ja, probieren wir's. 10, 50-50. Was merken wir dadurch? The creatures clutch the pouch possessively. You have no doubt. A spider egg is nestled within. Mit Tieren umgehen oder Fingerfertigkeit? Schnell mit der Hand sanft mit den Spinnen sprechen, in der Hoffnung, sie zu beruhigen? Fingerfertigkeit, ich weiß, wer das hingehen kann. Asterion? At the back of the crevice lies a bag covered with spiders. A shiny gold coin pokes from its mouth. Ach so, er kann es doch. Schurke, Fingerfertigkeit. Ah. Ah, schau mal, da können wir doch gut. Das ist toll, dass du uns so wechseln kannst. Oh Gott, ich habe Angst, dass er in Spinnen reinlangt. The spiders scatter and you stash the bag. Something clinks among the coins. Damn, Asterion. Damn. Damn, war der flink. Der hat auch keine Lust gehabt, da lange reinzugreifen. Etwas, irgendwelche Dinge zappeln in der klebrigen Hülle. Ich meine, ich lasse das mal in dem Beutel drin. Vielleicht kann man das werfen auf Gegner, bestimmt. I don't know. Gott, ins Lager senden. Was können wir hier noch ins Lager senden? Wir haben so viel. Oh, den können wir auch mal ins Lager senden. Was wiegt das? Das wiegt 10. Holy fuck. Wieso habe ich denn eine knorblige Truhe dabei? Deswegen kann ich ja nichts schleppen. Wieso habe ich denn die immer noch dabei? Unglaublich. Vielleicht können wir die auf Gegner werfen. I don't know. Ich weiß es nicht. Sehen wir dann. Aber hey, so eine knorpelige Truhe kann ich mir dann ins Haus stellen. Ich weiß nicht, ob ich ein Haus bekomme. Ich hoffe, dass ich ein Haus bekomme. Können wir das Lagerfeuer anmachen? Könnten wir unsere Fackel entzünden? So, müssen wir hier doch eine Fackel rumlaufen. Ach, egal, das muss man eine Fackel ganz klar. Ein Ölfass. Können wir das mitnehmen? Was wiegt denn so ein Ölfass? 10. Das wiegt immer so viel. Kann man Leute auf Leute in den Kampf werfen? Es gab mehrere Möglichkeiten zu verbrennen. Wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen. Das ist ja das Tolle im Spiel. Du hast viele, viele Möglichkeiten. Das ist alles ein bisschen einmalig. Jeder durchläuft es hier ein bisschen anders. Moment. Und? Ah, zu schwer zum Werfen. Ach, schade. Ich wollte es da hochwerfen. Ich wollte das Skelett da oben hinlegen. Okay. Was ist das? Okay. Schau mal, das ist sogar fast abgeschlossen hier. Ain't that sweet. Was machen wir jetzt mit den Druiden? Wir haben uns mit den Druiden unterhalten. Da scheint es ja doch noch viel weiter zu gehen hier. Dann wollen wir uns vielleicht doch erst mit den Druiden unterhalten.
scheint es dann doch noch weiter und weiter zu gehen. Ja, da geht's viel weiter. Okay, gehen wir mal zu den Druiden halt mal Hallo sagen. Können wir. Oh no, ich muss hier runterspringen wieder, oder? I'll be keeping an eye on you. Understand? Kommt hier runter? Okay, lass da springen. If I choose to kill you, you will not even see it. Es hätte auch bloß einer hoch müssen. Rotkammer, eine Berry nach der Musik. Das kann ich jetzt nicht machen. Oh, okay. Gott, hier. Ah, ich nehme einfach Fantasy-Musik. Dum, 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 dum. Snow and Summer. Aron, Händler! Oh. Calm down. Please. Jetzt brauche ich die Sachen aus dem Lager wieder. Refugees, Adventurers. No one in years and suddenly we're overwhelmed. Well met. And thank you for beating back those goblins. Most brave of you. Is there anything you need? Act fast if you do. The ritual will be complete before too long. Bin ich eine Frau mit Bart? Ich bin eine Zwerge mit Bart, natürlich! Was denn sonst? Was verkauft ihr? Just some bits and bobs I no longer need. Kaniline. Oh, nice, der hat Geld. Aha. Oh, das Lederrüstung plus 1 hat er sogar. Kostet 600, wieso auch nicht? Bewirkt Brennen bei Treffer. Aha, ja, Sorgenkleider, da geht's halt gleich los hier. Das ist ja Rache der Natur. Wenn der Träger Schaden bewirkt, während er auf der bestimmten Oberfläche Feuer steht, erleidet das Ziel auch die Effekte der Oberfläche. Okay. Pfeil der Elmeter. Aha. Pfeil der Dunkelheit, dunkle Oberfläche. Krasse Sachen. Krank der wieder der Leben. Heilt jedes Gift und jede Krankheit. Oh, das ist auch toll. Okay. Beklaue ihn. Na, ist noch kein Leben. Ich muss ein paar kleine Sachen loswerden hier. Was ist denn Wurzelschnapp? Ich weiß halt, ob ich Äpfel und so brauche. Ob ich da noch kochen kann. Ich habe noch getrocknete Würstchen. Wir müssen auf jeden Fall so ein paar Sachen verkaufen. Wir brauchen nicht so viele Fackeln. Die Goblinbögen können wir wegmachen. Aber kann ich mit den anderen einfach umschalten? Nein. Ich habe jetzt viele Sachen schon aufs Lager geschickt. Von denen können wir dann leider nichts holen. Die Schrifträume will ich vielleicht behalten, weil ich sie nochmal nutzen möchte. So, und das wiegt gerade nichts. Der Käse wiegt. Jetzt verkaufe ich den Käse doch. Die Wurst wiegt auch was. Das wiegt nichts. Den Rum kann man nicht verkaufen. Rumsäbe. Ich verkaufe doch die Zweihandstreitaxt. Behalten. Was? Wo soll ich wieder klauen? Oh Gott, was für Bart Select jeden. Jeden beklaut. Das war ziemlich effektiv. Weiß nicht, ob wir die Bücher irgendwann brauchen. Die wiegen aber nichts. Warte mal, ich behalte den Rucksack doch. Was haben wir dann? Wermutbündel. Wir hatten noch einen Bauern. Whatever. Einer normal die Sachen brauchen. Und mal, wir brauchen Tintenfass. Schädel. Oh, Muschelschale. Kann man hier nicht auf irgendwie Waren umsteigen? Oh. Verschiedenes. Ah, da und da. Knochen. Platte von mir aus. Mein Seil kann halt nützlich sein, ne? Zange. Kerzen. Blutstein. Aha. Ach, das wird das Zeichen sein, wenn es noch kein Zeichen gibt.
Eine Ölflasche. Alchemisten, Feuer. Das war die ätzende Knollen. Sind noch was wert. Was wir verticken. So viel Säulen wert. Schlachlinge Knollen. Verdammt, habe ich die nirgendwo angezogen? Handschuhe wieder macht. Oh, ich habe vergessen, noch anzuziehen, ne? Ausgleichen mit Gold, tauschen. Einiges verdient hier erstmal. Weißt du, warum noch nicht? Sylvanas, guide your path. Ich weiß halt, ob er klauen kann. We don't even know these people. That doesn't matter. Of course it does. You would choose strangers over us. Ja, ich will mich mit dem verstecken. Taschendiebstahl, Tatsache. Wir könnten Taschendiebstahl versuchen. Einmal, wenn es daneben geht, ist es halt böse. Und ich will nicht wirklich laden. Ich weiß nicht, ob ich wirklich Taschendiebstahl machen soll. Nee. Na, ich lade Speicher nicht. Ich tue nicht dann Safescam. Das machen wir nicht bei Dungeons & Dragons. Mein Lager ausmisst. Die weiß ja aber nicht, gar nicht, wie ich zum Beispiel zu meinem Lager komme. Nachteil Angriffs- und Rettungswürfe. Ziehen wir ihr die Handschuhe an? Schau mal, ich kann hier Schmuckringe anziehen. Einfach nur zum Aussehen. Moment. Die Sachen hat es auch nicht angezeigt. Da muss jeder Charakter einzeln verkaufen. Was halt auch so mehr ist. Oder mal, das können wir ins Lager senden. Oh, nö, wir können zu Waren hinzufügen machen. Ah, das ist als Verkauf. Gedanken wahrnehmen, das können wir rüberlegen. Können wir wirklich behalten. Dann müsste er verkaufen. Aber ja, mein Lager, ich weiß nicht, höchstens außer ich raste nochmal, dann bin ich wieder mit allem. Adventurers, no one in years, and suddenly we're overwhelmed. Well met, and thank you for beating back those goblins. Most brave of you. Is there anything you need? Act fast if you do. The ritual will be complete before too long. Just some bits and bobs I no longer need. Das ist auch noch eine Sache, wo ich das im Kampf auch noch wechseln will. Als Bogen die Sachen verkaufen. Ja. Einfach Wasser, ne? Das können wir vielleicht brauchen. Eine Kartoffel. Weißt du nicht, ob ich so viele Diebeswerkzeuge brauche? Beim Fehlschlag wird das Objekt zerstört. Okay, doch, brauche ich so viele. Ja. Tauschen wir mal so Geld. Ah, weniger. Sylvanas, guide your path. Ja, da müsste ich Tag beenden machen, um, glaube ich, dahin zu kommen. Was ich jetzt halt unbedingt machen möchte, einen Tag noch. Ich wollte hier den Rucksack öffnen und da Bücher und Schriftrollen und also die reinlegen, was zum Lesen sind. Und vielleicht Schlüssel, weil die wiegen nichts. Aber wenn wir die ein bisschen wegsortiert haben, das ist, glaube ich, okay, wenn wir das so aussortieren. Für Papa ist hier eingraviert noch. Okay. Nein, sind doch relativ. Das Schwierige ist bloß die Spinneneier und das Fass hier. Sonst sind wir relativ leer. Da ist noch ein kunstvoller Schlüssel. Da haben wir ja auch noch ein paar Schlüssel her. Okay, Speicher, reden wir mal mit ihm ordentlich. Need anything else? Oh. Das andere konnte ich gar nicht reden. Hätte ich beim ersten Mal machen müssen. Muss ich mit einem neuen hingehen, dann kann ich nochmal reden. Well met, is there anything you need? Ah. Act fast if you do. I know it's drastic.
but more monsters seem to terrorize this region every day. Was ist mit den Leuten hier? We druids will be safe. As for those that took refuge here, well, may Sylvanas guard them as they continue their travels. Ich hab gerade gesagt, die Monstern überrannt wird. Alleine können sie nicht überleben. Schlimme Zeiten. Viele sind doch Tieflinge, wird schon gut gehen, die haben teuflische Kräfte. Alleine was ich said, it's a drastic measure. But the survival of the Grove is paramount. There just aren't enough supplies to support everyone. So noch ein Heiler. I pray no goblin arrow has grazed you. Nettie could put you to rights. She should be with the others in the inner chambers. But I doubt she'll be taking on new patients. The Grove will be locked down soon. Da geht's dann auch noch rum. Nice. Okay. Aber ja, ich finde, man sollte solche Spiele nicht mit Speichern laden. Also zum Dungeons & Dragons. Vielleicht komme ich da einfach anders her, weil ich das Pen & Paper auch viel zock. Da gibt's halt auch kein Speichern laden. Da muss man sich halt... Man kann nicht einfach looten. Das ist weiß. Da muss man sich halt auch entscheiden, wenn du wirklich was... Wenn du mit ihm was klauen willst, laufst du in Gefahr, dass sich jemand sieht und dann ist. We've known enough grief this 10-day traveler. Muss halt wissen, wie geht the cause of more. Okay. Mark. Oh, bloody goblins. Ich meine, wenn wir vielleicht arm dran sind und wirklich viel Geld brauchen, dann. Damn goblins. Hm. Sollte mal jemanden draufschauen lassen. Oh, I was just gonna let it fall off, stick it in my satchel. Nice. I ain't letting anyone here near me. They all sat and watched while Zevlor near got us killed. Zwerg antworten. Ich hätte an anderer Stelle nicht anders gehandelt. Er hat euch reingelassen, oder nicht? Hätte schon mal laufen können. You put your own people first! That's just the way it is. And what about our people? Half the crew's lying dead back in that ruin. Even the new lad, his first contract, and we land him in a goddamn goblin nest. He actually stood and fought the stupid bastard. Like I never trained him better. Jetzt habe ich einen Spruch wieder, was Candy immer gebracht hat. Bei Bart's Tale, ich war gerade die ganze Zeit überleben. Rob them blind! Wie jetzt? Rob them blind! Das war doch immer so, wenn du es laut hast. Mit Candy. Ist wohl nicht gut ausgegangen. Na. He must have thought we were following. Always the optimist was Liam. Rob them blind! Hope they cut him down quick before he saw we were gone. Das war schon ein guter Spruch immer. Dass es geklappt hat. Keine Ahnung, manche Spiele lege ich anders an. Was ist das für eine Steintür? Oh, da kommen wir sogar rein. Das hatte ich jetzt nicht erwartet, dass ich da einfach reingehen kann. Ist da, da ist anscheinend die Heilerin drin. Okay. Eine Autobiografie. Wieso will ich von einem Autor eine Biografie lesen? Have you ever heard of God change your blood? Das ist ein horrifying thing. Okay, die sind ja alles auf Englisch durch. Thieves and Heretics, Stop Me Now. Asmodus wants nothing more than honor of the fall from grace. Birne kann ich hier klauen. Oh, 24 Gold liegt hier einfach rum. Ich meine, wenn es nicht rot ist. Ich meine, solange es nicht rot ist. Kann man sich ja was mitnehmen, oder? Ich meine. Lass nicht rot, das ist kein Clown. Holy shit, was liegt denn hier alles rum? Ah, ist Zephlor. Wo ist die Heilerin? Weiter hinten dran? Oh. Die größte Freude im Laben war nicht die Schauspielerei, sondern das Sein. Wenn man sich entscheidet, einen Charakter zu spielen, trägt man nicht nur eine Maske, man nimmt einen Teil von dessen Seele in sich auf.
wer man im Innersten auch ist, man verändert sich da doch ein wenig. Hey, ja, Layers of Fear 2. Reiseführer zu Baldur's Gate, vielfältig ist das Blut, das in den Adern der Stadt passiert. Sei es zum Gute oder Schlechten. Die Getreuen finden einen Ort zum Beten. Die Hingebungsvollen finden Arbeit, die getan werden muss. Und, damit es alle wissen, die zu Besuch kommen wollen, die kriminellen Unternehmen florierend in Baldur's Tor ebenso wie der Rest. Tja. For those who seek the journey to the coast from the interior regions lying to the east with typically seed aus the risen road. Okay. No word from the scouts. Das muss ja noch alles übersetzt werden. Im Fertigen lesen wir das alles durch Karte von. Kann man die anschauen. A lot of territory to cover before Baldur's Gate. And any cure found there. Oh, Gnolls and goblins marked on the map. Travel won't be easy. Mhm. Wir reden gleich. Okay. You're the one who helped at the gate. Glad to have another sword. We might need it. Also ich habe auf jeden Fall mal vor, irgendwie vielleicht auch so einen absoluten Schurken zu spielen, einfach für sich überall klaut und einfach so richtig Mäuhämmer. Ich habe auf jeden Fall irgendwie vor, verschiedene Charaktertypen da zu zocken. Have you spoken to Korga? Nein. Ich will was anderes sprechen. What is it? Nichts. Okay. Dann gehen wir erstmal wieder. Oder? Da, nee, da ist. Wo ist denn das? Oh, hier. Hm. Ich muss den Wein rum, das ist bestimmt was wert. Also mit so einer Kiste, was ist? Naja. Ich meine, wenn ihr den Alkohol nicht mehr braucht. Rob them blind! Oh, die Pfanne legt hier viel Alkohol rum. Naja. Lust alles zu gucken. Okay. Wo geht's da hin? Goblins, Gnolls, so nice to die. Oh, da sind wir in Druiden. Oh, da geht's sozusagen durch. Gottchen. Ist auch mehr. Da war der Händler. Ah, ich bin hier unten rein und oben. Oh, also. Okay. Used to think the goblins would kill us the second we set foot outside. But after hearing what you did at the gate, well. I still think they'll kill us, but at least we can put up a fight. Ja, ich will den anschauen. Kipp nicht um, wenn die erste Waffe gezogen wird. Wirklich? Ich sehe nicht viele Soldaten. We're tougher than we look. We've survived persecution, survived Avernus. Who knows? Some of us might even make it to Baldur's Gate. Wer die Höllen überlebt, überlebt auch das. There's optimism and then there's stupid, hun. Plenty of us fell to monsters already. I don't see the rest of us lasting long out there. Was jetzt? But if you're so sure we will, why not put a little gold on the line? Was? Wie wollt ihr mein Gold? What? Die will wetten, dass wir sterben? Ich meine, top die Wette gilt, okay. Ich meine, 10 Gold, okay. Oder. Hä, ja, machen wir mal. Ich meine. I'll meet you in Baldur's Gate when this is all over. I can pay you then. Or not. Danke. We'll see. Okay. Interessant. Okay. Holzlogi, da bin ich rausgekommen, ne? Interessant. Ja, ich kenn das. Ha. Einfach nur, weil ich es kann.
Wo geht's da hin? Vielleicht liegt da hier irgendwas vergraben, oder? Oh. Können wir da wen belauschen? Something's wrong. Shit. You're going to be all right. Shit. Ich brauche meine anderen Leute, das ist das Problem. Wieso folgen die nicht automatisch? You're scaring him. You're all right. You're all right. Shit. Ich fände es toll, wenn die automatisch... Manchmal sind sie doch so automatisch nachgesprungen. Ich weiß nicht, wieso das nochmal ging. Das sind einfach. Oh no, den will ich reinspringen, mit dem will ich. Kommt. Gott. Haben sie? Nein. Do you mind? Wieso ist es am Anfang der hinterhergesprungen? Okay. Ein bisschen lästig, damit allen zu springen. Vielleicht sollte ich nicht immer so Sprungaktionen machen. Aber. Scheit! Hi. You're a true soul. You can't die. Please stay with us. I don't think he's conscious. Can you hear us, Ed? You, not a step closer. A strange symbol glows, marked on their flesh, and something within you stirs in response. Illithiden-Überzeugung. Du kannst die besonderen Kräfte einsetzen, die in dir wachsen, um diese Person zu überzeugen. What? Mit Larve infiziert auf Weisheit. Ich gehe, wohin ich will. Heilkunde haben wir nicht. Das kann stehen bleiben. Ich kann meine Larve einsetzen? Ich meine, okay. Ziel 1! Easy? I'm so, so sorry. It's our brother, True Soul Edwin. He's injured and I wasn't thinking. A shiver runs across your mind. You feel sated. The injured man locks eyes with you. The parasite writhes in your head. Versuche ihn auszusperren, seinen Blick standhalten. Waffelreifen braucht man nicht, aber... Ihn aus dem Kopf raus? Ich halte den Blick stand. Your minds intertwine. You see his siblings, Andric and Brynna. New recruits. Yours to shepherd. Protect them. Mind the true soul. She will... She... She... What? Edwin! Ed! Please! He's with the Absolute now. A true soul, thank the Absolute. Edwin, our brother, he was chosen, like you. Do you have orders for us? We were reporting to Edwin. Ha! Also ich bin keine wahre Seele. Wahre Seele erklärt mir diese Absolute. Was genau ist euch denn genau zugestoßen? Was haben sie denn hier draußen gesucht? We know that all too well, ma'am, but the Absolute sent us here.
We're yes, looking for fugitives. Survivors from that ship that crashed farther west of here. Für uns? Erklärt mir diese Absolute. What? Are you testing us? Ja, natürlich. The Absolute is our goddess. She's going to rip down the old world order, start a new one. Then we'll be the ones with the power. Well, you will firstly, true soul. You don't need me to explain that. A true soul, like you, has been chosen by the Absolute. You speak with her voice, and when the time comes, the true souls, you, will rule. Ziemlich gut zusammenfallen, müsst euch besser machen. Unseren Glauben bilden, Novize. Ich kann nicht sagen, dass ich einen Absturz überlebt habe. Da wär, wieso soll ich denn eine wahre Seele sein? Was ist denn genau zugestoßen hier? Bear. It had him on the ground before we had a chance to react. We managed to drag him away, but the beast's claws had already done their work. I told Edward not to look in that cave. It was filthy with oil bear tracks. Eulenbären. Weiter. I'm sorry, true soul. I only repeated what I thought I knew. It seems the Absolute still has a great deal to teach me. Hm? Ihr müsst die Bestie finden und euren Bruder rächen. Gott. Aber dann schicken wir sie mit rein. Können wir sie wahrscheinlich mitnehmen. Dann haben wir vielleicht was zum Denken. Oder schicken wir sie weg. Ach Gott, Leute, was soll man machen? Also das will ich nicht an. Ich will nicht von meinem Absturz erzählen. Aber ich bin mir da unsicher. Was machen wir denn, Chat? Sollen wir sie wegschicken und den Eulenbär selber jagen gehen? Oder sollen wir sie zum Eulenbär hinschicken und sagen, whatever? Dann hat, kann der ein bisschen. Haben wir ein bisschen was der essen kann, bis wir dann. Bis, also. Wir nutzen sie als Schild. Ich meine, sie sind religiöse Fanatiker, oder? Was machen wir da, Chat? Oh, 50. Ich hab doch gesagt, das mache ich nicht. Ihr könnt nicht für das antworten, was ich nicht machen will. Mal entscheiden lassen, was von unter dem wir machen. Okay, anscheinend schicken wir sie zum Eulenbären. What? It killed one of us. It killed Edwin. It's an enemy of the Absolute. You're right, madam. The beast must be destroyed. The cave is just ahead. It was too much for us before, but if you could help us, true soul, we may stand a chance. Yeah. Okay. True soul, Absolute. What were they raving on about? Bin ich gerade geschwebt? This could spell trouble. Rede ich zum ersten Mal was? Holy fuck. Oh mein Gott, das ist ja hier ein. Da unten kann ich sogar noch was. Oh mein Gott, Mann. Entweder in die Ranken rein oder Fallschaden nehmen. Gottchen. Können ja ziemlich gut heilen. Did you feel that? It wasn't us doing the talking. There was a power behind the words. The parasite. We spoke, but it commanded. Einfach so andere beeinflussen hat doch einen Vorteil, wenn wir es nicht ausschlagen dürfen. Wer wird denn hier manipuliert? Die, mit denen wir reden? Wir alle?
doch von Vorteil. Can't say that for certain. Not while we don't know the true cost. If I were a parasite, I'd want my host to think I was a benefit. Be careful with this advantage. Wie kann man denn solche Sachen hier wegmachen? Wir müssen einfach hier so außen rumlaufen. Und der Stab eines gebrochenen Speers. The man is dead, but something shifts beneath his features. A glistening tadpole emerges, slithering up past a sightless eyeball. The same as the creature behind your eye. It seems to curl upward in recognition, then shrinks back down, eager to escape. Ich lass mal in Ruhe. The tadpole slips out of its host and worms away into the undergrowth. What the? Tadpole's trying to slither away, filthy little monster. Lol. Es hat echt hier weg. What the fuck? Oh, wir können da reden. This so-called true soul carried a tadpole. Their absolute is no god. It is a geich deception sown by the parasites devouring their minds. That such a thing lives inside me is unbearable. Ihr meint, der absolute Illusion der Gedankenschinder? The voice is real. Its words are a fraud. Shared delusion is not a conventional symptom. The mind flayers have a plan for these true souls. Which means they've a plan for us. Okay. Ich frag mich, wo liegen ein paar Lederstiefel rum. Von der einfacher Sack. Wo ist denn diese Höhle, was die jetzt gesagt haben? Die sind doch hier vor. Da war ich schon. Ist hier irgendwo eine Höhle? Wo sind denn die hin? Ich will ja mit den Eulenbär zusammen angreifen. Und eine Kapsel. Eine Kapsel. Another pot. Ugh. Smells like rotten eggs. Wo sind die denn hingelaufen, um diesen Eulenbär zu machen? Wo ist denn diese Höhle von denen? Vielleicht da oben hin? Ne, die sind doch hier runter. Kann man da doch laufen? Ah! Okay. Okay. Owlbear tracks. Its nest must be nearby. Ich meine, wenn wir sie schon gerade da haben. Kommst du mit? Ist das echt gerade da hinten Schaden genommen?